Liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, das Motto unseres Landesparteitags an diesem Wochenende lautet, ihr könnt es lesen, es sind die Verhältnisse, die wir ändern müssen. Es geht mir dabei nicht allein darum, als Partei die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern zu wollen, sondern auch unsere Partei muss sich ändern. Darüber sollten wir heute und morgen gemeinsam diskutieren. Als ich 2009 für den Landesvorsitz kandidierte, hatte ich euch versprochen, dass ich stets flügel- und generationsübergreifend mit allen in der Partei auf Augenhöhe zusammenarbeiten werde. Dass es mir niemals um Einzelinteressen, sondern stets um die Partei als Ganzes geht. Und ich es für außerordentlich wichtig empfinde, vielfältige Einbeziehungen und umfassende Beteiligungsmöglichkeiten auf allen Ebenen der Partei sicherzustellen. Die Bewährungsprobe folgte sogleich, denn der damalige Landesparteitag beauftragte den neu gewählten Landesvorstand unter anderem erstens mit der Organisation der Programmdebatte, zweitens eine Mitglieder- und langfristige Personalentwicklung mit den örtlichen Kreis- und Stadtverbänden zu organisieren und drittens haben wir damals 5 inhaltliche Projekte beschlossen und die sollten entwickelt werden zu den Themen Sachsen ohne Armut, Bildung, Kunst und Kultur für alle, 100.000 Arbeitsplätze für Sachsen, sozial-ökologische Sachsen und ein Plan für ein demokratisches Sachsen. Und dies sollten wir mit der Arbeit der Landtagsfraktionen verzahnen. Wir machten uns damals sofort an die Arbeit, bildeten Arbeitsgruppen und 5 Projektgruppen mit jeweils Verantwortlichen aus Fraktion und Partei. Das erste inhaltliche Ergebnis dieser Projektgruppen war der vielbeachtete energiepolitische Landesparteitag im Herbst 2010 und die beschlossenen energiepolitischen Eckpunkte, indem wir uns tatsächlich zu einer Zeit mit einem Thema beschäftigten, das damals ganz Deutschland bewegte. Weiterhin entstanden unter Regie des Landesvorstandes die inzwischen die Diskussion eingebrachten kulturpolitischen Leitlinien für Sachsen sowie die euch heute vorliegenden sozialpolitischen Leitlinien, zu denen wir heute noch zentral beraten werden. Und in einigen Monaten werden wir außerdem auch die Ergebnisse der Projektgruppe Bildung, Kunst und Kultur für alle präsentieren. Liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube, nach dem Landesparteitag im November 2009 ist uns in Sachsen ein richtig guter Neustart gelungen. Ich will zwar nicht gleich behaupten, wir hätten uns neu erfunden. Jedoch kann man leicht feststellen, dass es uns gelungen ist, über gemeinsame Projekte eine gemeinsame Identität für den Landesverband neu zu erzeugen. Nicht mehr das Trennende, sondern das Verbindende stand und steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Mit viel und intensiver Kommunikation innerhalb des Landesverbandes haben wir es geschafft, dass wir heute zu den stabilsten Landesverbänden innerhalb der Bundespartei zählen. Wir haben sogar erreicht, dass die Sachsen in Berlin wieder ernst genommen werden. Man schaut auf uns und manchmal kommt man auch wieder zu uns. Auf 2 für uns linke Sachsen besonders erfreuliche Ergebnisse der Programmdebatte möchte ich hinweisen. Im Parteitagsbeschluss von Erfurt wurden die Ziele einer solidarischen Mindestrente und eine Kindergrundsicherung aufgenommen. Auf Initiative Sachsens, Karin erwähnte das bereits. Auch wenn beide Forderungen in den meisten Ohren hier im Saal fast selbstverständlich klingen mögen, dahinter steckten oft sehr harte, geführte, innerparteiliche Auseinandersetzungen. An einer für uns sächsische Positionierung wichtigen Stelle führte die Auseinandersetzung in Erfurt zu einer schwierigen Situation. Ich meine hier das Thema öffentlicher Beschäftigungssektor. Klar, wir Sachsen wollten eigentlich mehr, als letztendlich in Erfurt beschlossen wurde. Aber immerhin ist dieses Thema nun mit deutlich positivem Bezug weiterhin im Programm enthalten. Das war einer der berühmten großen Kompromisse. Das finde ich richtig und gut. Und ich möchte, dass wir als Partei stolz auf jeden der über 5.000 Arbeitsplätze im öffentlichen Beschäftigungssektor sind, die in der Berliner rot-roten Landesregierung geschaffen worden sind und die nun von der neuen Koalition in Berlin wieder auf die Arbeitslosigkeit geschickt werden sollen. Liebe Genossinnen und Genossen, neben der guten konzeptionellen und organisatorischen Arbeit des Landesvorstandes in den letzten 2 Jahren möchte ich aber noch darauf hinweisen, dass wir die strategische Debatte bislang vernachlässigt bzw. sie gar gescheut haben wie der Teufel das Weihwasser. Wenn es unser gemeinsames Ziel ist, die politischen Verhältnisse im Land zu ändern, wir aber wissen, dass wir als Linke allein dazu nicht die politische Kraft haben,
heißt das, dass wir Partnerinnen und Partner und vor allem eine gute Strategie brauchen. Eine gute Strategie verschafft uns Orientierung in der oftmals unübersichtlichen Tagespolitik und bietet Leitlinien für unser politisches Handeln. Mehr noch, was wir brauchen, ist ein strategisches Handlungskonzept, das die Art der politischen Problemlösung, das Konkurrenzverhalten der Parteien und wie wir öffentlich kommunizieren, miteinander vereint. Dabei muss man mit einem Missverständnis aufräumen. Strategie bedeutet nicht die einseitige Orientierung auf Macht, sondern es geht um den Zielbezug. Strategie ist nicht die Hülle, sondern der Weg. Liebe Genossinnen und Genossen, im Leitantrag gibt es die Formulierung für eine radikal linke Realpolitik. Zunächst hieß es für eine radikale Realpolitik. Das klingt super, aber zu sehr nach Anerkennung der Macht des Faktischen. Wir sind doch Linke. Also folgte Formulierung Nummer 2. Für eine linke, radikale Realpolitik. Dabei scheint das Linke aber nur ein Anhängsel des radikalen Realen zu sein. Deshalb rückte es später in die Mitte. Für eine radikale linke Realpolitik. Mit dieser dritten Variante drohten nun neue Missverständnisse. Schließlich leben wir in einem Land, in dem es den sogenannten radikalen Erlass von 1972 gab, mit dem vermeintliche Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst gedrängt werden sollten. Der Weisheit der Redaktionsgruppe fiel deshalb ein E zum Opfer und fortan heißt es im Leitantrag für eine radikal linke Realpolitik. Es wäre schön, liebe Genossinnen und Genossen, wenn ihr das morgen so beschließen würdet, denn noch schlauer kann man es nicht sagen. Unter anderem mit dieser Botschaft verknüpfe ich das Ziel für die Durchsetzung unserer politischen Konzepte und in denen am Ende auch die Übernahme von mehr Verantwortung als bisher, also auch den Eintritt in eine sächsische Regierung. Und dann muss man als Partei auch vorbereitet sein. Für uns in Sachsen heißt das, wir müssen unsere Glaubwürdigkeit erhöhen, indem wir unsere Lösungsvorschläge stärker in den Mittelpunkt unserer politischen Kommunikation rücken. Die klare Botschaft an unsere Wählerinnen und Wähler muss lauten, wir kritisieren die ungerechten Verhältnisse, sagen aber auch, was und wie wir es besser machen wollen. Dazu gehört Mut, Konsequenz und ein langer Atem. Für einen tiefgreifenden Politikwechsel in Sachsen, der natürlich mehr ist als der Austausch eines Koalitionspartners unter Führung derselben Politik in anderen Farben, sind deswegen aus meiner Sicht mittelfristig folgende strategische Ziele zu beschreiben. Erstens, Linke, SPD und Grüne sind in der Opposition trotz programmatischer und kultureller Unterschiede gemeinsam handlungsfähig. Die Parteien und Fraktionen beweisen damit ihre grundsätzliche Fähigkeit zum gemeinsamen Regieren in Sachsen. Zweitens, die Fähigkeit zum Dialog auf Augenhöhe ist für die Spitzen von Partei und Fraktion eine unabdingbare Voraussetzung. Drittens, politische Gemeinsamkeiten, aber auch Differenzen werden in einer streitbaren öffentlichen Diskussion über eine mögliche rot-rot-grüne Reformalternative nachvollziehbar und verständlich, so wie wir das beim letzten Landesparteitag mit den Reden von Johannes Lichti begonnen haben. Und viertens, wir stellen klar, die Linke strebt keine Weltanschauungsgemeinschaft mit anderen Parteien an, sondern ein pragmatisches, zeitlich begrenztes Handlungsbündnis zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele in Sachsen. Die politischen Akzente, die wir setzen wollen, ergeben sich aus unseren grundsätzlichen Eintreten für eine sozial gerechte, demokratische und friedliche Welt. Aber wir müssen uns künftig thematisch breiter aufstellen. Dazu hatte ich mich ja im Frühjahr öffentlich geäußert und der eine oder andere hat mich ja dafür kritisiert. Ich will heute noch einmal klarstellen, wenn ich sage, wir müssen uns thematisch breiter aufstellen, dann meine ich nicht, dass wir die soziale Frage aus dem Zentrum unserer Politik entlassen. Nein, wir müssen alle politischen Themen, und da meine ich tatsächlich alle, immer mit dem Sozialen in Verbindung setzen. Das unterscheidet uns nämlich von jeder anderen Partei in diesem Lande. Liebe Genossinnen und Genossen, zwei Begriffe, die in Sachsen besondere Bedeutung genießen, sind Kultur und Identität. Wir Sachsen sind stolz auf unser Sachsen. Das ist nun mal so, ob es dem Einzelnen gefällt oder nicht. Wir müssen lernen, damit umzugehen.
Eine übergroße Mehrheit in Sachsen lebt gern hier. Sie ist stolz auf ihr Land und dessen kulturelle Vielfalt. Wir sollten das nicht kleinreden oder gar ignorieren. Wir Linken müssen dieses Wir-Gefühl bzw. diese tatsächliche Identität strategisch aufnehmen und in ein politisches Angebot übersetzen. Das heißt, wir müssen Identität und Kultur vor allen Dingen als Kommunikation verstehen. Wir müssen den Sachsen beweisen, dass es für uns keinen Widerspruch gibt zwischen dem Eintreten für soziale Gerechtigkeit und der tief empfundenen Heimatliebe der Sachsen. Wir können die Partei in Sachsen sein, die diesem Land die notwendige Modernität und Weltoffenheit gibt und die aber eins klar macht: Die Kunst in diesem Land hat nicht der König geschaffen, sondern die Handwerkerin und der Handwerker. Die Linke, die sich vor allen Dingen als eine kulturelle Linke verstehen sollte, muss hierbei deutlich machen, dass sie sich immer auf ein weit größeres Gesellschaftsprojekt einlassen wird, als sie es allein auf eine bessere Umverteilung des Reichtums wie die Sozialdemokratie es macht. Ja, wir wollen eine Politik der Umverteilung, also der soziale Aspekt, aber eben auch eine Politik der Anerkennung vielfältiger Lebensweisen und kultureller Identitäten. Liebe Genossinnen und Genossen, ein für uns Linke enorm wichtiges Thema sowie Teile unseres politischen Identität ist die Auseinandersetzung mit dem Faschismus und dem Rechtsextremismus. Das ist kein Engagement einer einzelnen politischen Gruppierung, sondern weite Teile der Zivilgesellschaft stellen sich gegen Nazis. Wie ihr es verfolgt habt, gibt es im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Dresdner Nazi-Aufmärsche polizeiliche und juristische Verfolgung gegen linke Demonstranten. Während Polizeirazzien und Hausdurchsuchungen in Dresden inzwischen höchstrichterlich als illegal eingestuft wurden, laufen weiterhin staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen einige linke Prominente und gegen hunderte nicht prominente Demonstrantinnen und Demonstranten. Dabei wird die politische Motivation dieser Strafverfolgung immer offensichtlicher, denn sogar die Immunität von frei gewählten Abgeordneten wurden inzwischen aufgehoben, um sie dafür zu bestrafen, weil sie als Fraktionsvorsitzende, als angebliche Redelsführer einen Nazi-Aufmarsch in Dresden durch Gegendemonstration verhindert hatten. Wir, Linke Sachsen, erklären uns deshalb hier und heute solidarisch mit Janine Wissler, André Hahn, Willi von Ooyen, Bodo Ramelow und mit den vielen anderen Hunderten, die friedlich in Dresden 2010 und 2011 protestiert und denen jetzt der Prozess gemacht werden soll. Liebe Genossinnen und Genossen, woran es in Sachsen wirklich mangelt, ist Dialog. Also zuhören, respektieren, artikulieren und Erkenntnis. Dafür braucht es genügend Platz und Vertrauen. Wir Linke wollen einen Dialog für Sachsen. Wie man sowas konkret macht, konnte man beim Landesforum Wirtschaftspolitik sehr schön lernen. Das sind mit Professor Thomas Lenk von der Universität in Leipzig und Professor Marcel Thum vom IFO-Institut in Dresden in diesem Jahr schon Menschen mit uns in den Dialog getreten, so wie ich es mir viel öfters wünschte. Es geht nicht ohne. Deshalb ist für uns der Dialog für Sachsen der Weg in eine bessere Zukunft. Die Menschen wollen, dass ihnen zugehört wird, sie respektieren und ihre Argumente gehört und verstanden werden. Kurz, die Menschen wollen einen Dialog für Sachsen und genau dafür steht die Linke. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will noch auf die euch vorliegenden sozialpolitischen Leitlinien zu sprechen kommen. Ich zitiere aus den Leitlinien. Eine am demokratischen Sozialstaat orientierte Sozialpolitik versteht sich als Gesellschaft gestaltender und verschiedene gesellschaftliche Bereiche übergreifenden Politikansatz. Zitat Ende. Die sozialpolitischen Leitlinien beschränken sich somit nicht alleine darauf, wie die Benachteiligten unserer Gesellschaft alimentiert werden, wie uns immer so als Linke oft vorgeworfen wird. Nein, dieses Papier hat ausdrücklich einen generellen Ansatz, der die soziale Frage als Ganzes betrachtet. Liebe Genossinnen und Genossen, für eine radikal linke Realpolitik. Ich sagte es schon, so heißt es im Leitantrag, radikal und links. Das wurde uns oft negativ ausgelegt. Dieser Tage aber werden wir ständig überholt, ohne dass uns jemand einholt. Demokratischen Sozialismus will ja angeblich niemand. Aber nachdem bereits in der letzten großen Finanzkrise mit der Hypo Real Estate mal eben ein großes, aber leider völlig marodes Geldunternehmen verstaatlicht wurde, gibt es nun im Zuge der Euro-Rettungsschirme verschärft radikal weiter. Den Zustand der herrschenden Politik, wohlgemerkt, nicht der Linken, sondern der bürgerlich-konservativen, untersuchte dieser Tage ein Leitartikel im Handelsblatt. Er öffnete mit dem Lenin-Zitat,
Um die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, muss man ihr Geldwesen verwüsten. Und stellte dann fest, unsere Politiker sind auf dem besten Weg, Lenins Kampfauftrag zu erfüllen. Und weiter unten kommt man in dem Artikel zu dem Fazit, der Tag rückt näher, an dem zusammenfällt, was zusammenfällen muss. Ende des Zitats und Beginn unserer Ernüchterung. Vor dieser Radikalität scheint unsere radikal linke Realpolitik zu verblassen. Weil wir heute wissen, dass es damit nicht getan sein wird. Nein, wir müssen die Verhältnisse verändern als Schutzschirm für die Menschen. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt.